Also das Ding ist, ich werde das nicht so dermaßen crazy respecken, dass ich Dings. Das ist nur praktischer. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist definitiv nicht das Problem. Okay, lass mich mal was gucken. Lagerkiste organisieren. Das Ding ist ja, wenn ich jetzt respick, wird mein Schwert quasi shit. Also zumindest das, was ich gerade benutze, Anriss, wird dann totaler Bullshit. Ich müsste aber irgendwo noch das Denksword, genau hier, das Denksword habe ich noch rumliegen. Okay, dann nehmen wir das weg, nehmen wir das Denksword rein. Dann respecken wir mal eben. Ich hoffe, ich habe noch Pale Tanks. Ah, ich kann noch zweimal respecken, das ist ja beruhigend. Okay, die 30 Punkte in Luck brauche ich definitiv nicht mehr. Fakt ist. Ja, jetzt ist mal 35 hier wieder. 35. Ich meine, 40 ist Softcap, von daher derp. So, was heißt hier? Hier 40. Hier 25. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? Mehr als genug. Okay, was haben wir hier? 30. 40. 40. Dann alles weitere hier reinzupumpen ist Blödsinn. Obwohl, Belastbarkeit maybe, mich mehr anziehen kann. Ja, aber wozu? Rüstung ist hier nur Style. Also Rüstung ist hier absolut nur Style-Faktor. Wie viel Leben habe ich? 1200. Ja, ist halt super Hardcap, wo ich hier bin. So, mein Schwert müsste jetzt ein Attack-Rating von, weiß ich nicht, 467 haben. Ist das ganz okay? Verbringen, Dings, Dings, Dings. Blutung brauche ich jetzt definitiv nicht mehr. Was mich halt wundert, ist, dass die irgendwie gegen die ganzen Waffenbuffs, die ich probiert habe, ist die nicht wirklich anfällig gewesen. Das ist bisher was, was mich sehr wundert. Probieren wir mal Feuer. Ich wüsste gern, ob sie. Ich meine, sie ist irgendeine Eisdusse. Also wenn die nicht gut brennt, ne, dann weiß ich nicht. Obwohl in Phase 2 ist es ja wieder was ganz anderes. Da brennt sie ja nicht. Ich weiß, was ich eben noch. Dark Souls 3 funktioniert nicht mehr. Wirklich? That's cool. Was habe ich dir getan, Dark Souls? Das ist das zweite Mal, dass das passiert ist. Aber Aussehen ist auch wichtig. Cool aussehen und so. Nee. Also mir ist mein Aussehen ehrlich gesagt egal, solange der Boss irgendwann umfällt. In Phase 3 hat sie Dunkelmagie. Okay. Weiß halt nicht, ob sich ihre Resistenzen ändern. Weil das wäre halt was, was noch interessant ist. Hat er das neu gecaptured? Dark Souls, please. Dankeschön. Ist ja total merkwürdig mit den Crashes. Die Crashes hatte ich vorher nicht. Ja, stimmt, sie hat das Eis halt auch noch. Wie gesagt, ich versuche halt gerade rauszufinden, gegen welche Art von Magie sie anfällig ist. Und das Ding, was mir gerade eingefallen ist, ist. Oh, da ist ein, da liegt ein Summon. Wir haben noch eine. Dings. Wir haben noch eine Untotenasche, die wir gar nicht eingelöst hatten. Von den komischen. Keine Ahnung. Ich habe die gefunden bei den Riesen. How may I? Ja. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Okay. Was kommt denn, ist denn jetzt neu dazu gekommen? Also hier ist nichts irgendwie mit Dunkelshit oder so. Hier ist Magie, Blitz.
Gift, Blutung, Dunkel. Okay, ich vermute mal, das ist einfach nur die Axt, maybe? Ne, die war vorher auch drin. Vielleicht irgendeine Rüstung? Wollen jetzt Krone. Bin ich gerade blind? So, Gamaschen, Tänzerin, Rüstung. Oh, Mühlenfrostrüstung war's. Ja, hier Mühlenfrostkram. Ja. Das war's? Anscheinend. Ashen One, Bish. Okay. Ist halt echt bitter, dass mich das Spiel jetzt quasi gezwungen hat, umzuspecken. Holy moly. Das Ding ist halt, ich dachte halt, hey, spielst du den Ball mit 30 Luck, so für Item Drops oder so, aber nicht so sehr überzeugt habe ich das bisher nicht. Guck mal, warum es jetzt läuft. Mit was ist die verzaubert? Die ist mit Dings verzaubert. Die hat halt BB, ne? Okay, gut zu wissen, dass das ein Charge ist. Ich hab's gehört, aber ich war zu spät. Feuer macht gefühlt keinen Unterschied. Ich meine, die frisst ja ganz gut, ne? So ist das ja nicht. Könntest du bitte einfach tot umfallen, jetzt mal ehrlich. Dated. Irgendwie erwarte ich im Feuerschein, dass irgendwer sagt, bring Mo, Demon Souls. Keine Ahnung warum. Nee, leider nicht, leider nicht. I can't see shit, okay. Sie versteckt sich da hinten so gut, ne? Wow, die Range habe ich total unterschätzt. Okay, der Zip war vollkommen sinnlos, gebe ich zu. Okay, der Vorteil ist, was mir gerade aufgefallen ist, sie hopst nicht mehr so viel rum. Ich kann viel aggressiver auf sie draufgehen. Sie hopst nicht mehr so krass rum. Ja,
Halt, das mit dem Schlechtsehen von dem Eis ist okay, mein Gott, shit happens, damit kann ich leben. Aber in der zweiten Phase hopst sie halt nicht so crazy rum, also sie macht nicht immer diese Backdashes, was sie hier in der ersten Phase macht. Und genau das. Fuck. Ich hab's mir gedacht, als ich hingelatscht bin. Ja, ich weiß, wo ich hingehöre. Genau hierhin, um dir den Arsch zu versohlen. Sehr gut. Könnte auch sein, dass ich eine Brille brauche. Ich habe eine auf und sehe es gut, also vielleicht brauchst du eine, ja. Mir fällt gerade auf, ich mache das die ganze Zeit an, Embert. Warum auch immer, Lulz. Okay, was macht sie? Sie springt hoch, also ist sie hinter mir. Die blöde Delay-Attack, ne? Mach die einfach zweimal hintereinander, Bitch, weil du die Beste bist. Ist okay. Goddammit. Sitzt du seit 3 Stunden an dem Boss oder länger? Eine Stunde, anderthalb, maybe. Also ich sitze hier definitiv noch keine 3 Stunden. 3 Stunden wäre ein bisschen übertrieben. was wollte ich? Ach ja, ich wollte diesmal Embert reingehen. Also ich weiß nicht wirklich genau, wie lange ich dran sitze, aber ich vermute mal so Pi mal Daumen um den Dreh zwischen 1,5 und 2 Stunden. Einfach weil es halt viel Try and Error ist. Oh cool, man kann sie dabei hitten. Hinter mir. Oh fuck, ich bin in die Erfrierung gerollt. Bin zwischen ein paar Stunden rausgegangen. Ja, wie gesagt, ich habe halt weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, so Pi mal um 5 hier angekommen. Dann habe ich noch so bis kurz nach 6 gestreamt. Dann habe ich noch Kram erledigt und stream jetzt wieder seit einer halben Stunde. Wie gesagt, irgendwo um die 2 Stunden vermutlich. Bei Brillen gibt es jetzt solche mit gelben Gläsern, die einfach so dumm aussehen. Ich verstehe solche Modetrends nicht. Angeblich, du meinst diese Gunner-Dinger, ne? Die sind angeblich, damit du einen höheren Kontrast siehst, aber weiß ich nicht. Ich habe die noch nie aufgehabt, ich kann da nicht wirklich was zu sagen. Ich wollte sie hitten, weil ich weiß, dass ich die da hinten kann und der bricht ab. Okay, was macht sie? Hinter mir. 1, 2, 3.
okay. Hier an der Seite. Bevor ich rausgegangen bin, schon auf den Boss fighten sehen. Ja, ich fight den schon eine Weile. Er ist relativ knackig. Also besonders die erste Phase hat mich eine Weile gebraucht, bis ich die jetzt drin hatte. Und jetzt geht's eigentlich mit der ersten Phase. Jetzt muss ich halt hier die zweite Phase irgendwie mal überstehen. Wenn du einen besseren Kontrast haben willst, sollte man vielleicht bessere Gläser an seine Brille tun. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ist halt so eine Pussy, ne? Wie sie sich immer hinter ihm versteckt, Mann. Guck mal, sie steht immer hinter ihm. Fuck my life, ich sehe einfach nichts. So nervig. Das ist Ornstein und Sumo 2.0. Absolut. Okay, hier muss ich einfach nur Geduld haben. Nein, ich. Wie sieh sie an? Wie sieh sie an? Du heilst nicht, Mann. Oh, die steht nochmal auf, wirklich? Ich würde gerne mein Inventar aufmachen, kann ich nicht. Okay, let's see. Das ist Lady Maria. Wo? Ist sie jetzt dauerhaft unsichtbar oder was? Da ist sie.
Wer ist der fucking MVP? Wer ist der fucking MVP, der gerade die dritte Phase gefirst right hat? Hm? Holy shit. Alter, geht mir gerade die Pumpe. Der Fight ist geil. Die zweite Phase ist... Können wir die zweite Phase bitte einfach streichen? Die zweite Phase ist Bullshit. Die erste Phase ist cool und die dritte Phase ist super cool. Holy shit. Zombie war First Try bei der dritten... Ja, mein Gott. Pff. I don't care, bin ich Zombie? Nein. Das war's? Ist hier hinten irgendwie maybe was? Und hier ist so ein Ding. Sieht so aus, als ob man hier irgendwas einfügen müsste. DLC zu Ende. Das war's? Okay. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich die so schnell leg. Ich möchte mich jetzt erstmal in dem Raum sinnvoller um. Ich hätte von Anfang an respecken sollen. Das ist schon mal Punkt 1. Ich hätte gar nicht erst versuchen sollen, hier mit meinem komischen Gübbelball drum zu machen. Gucken wir doch mal, ob hier noch was ist. Ja, das ist halt ein bisschen weird, dass das quasi schon alles war. Gibt es nicht normalerweise immer so drei Bosse und nicht nur so zwei? Ich meine, gut, technisch gesehen waren das, wenn du pro Phase nimmst, einige mehr, aber... Dö, mach mal Hollow Arena PvP, ich habe die Asche noch nicht mal verbrannt. Ich bin kein PvP-Spieler in diesem Spiel, ich bin total grottenschlecht im PvP. Sonst ist hier nichts mehr. Ist das echt alles? Können wir das so schwer vorstellen? Warte mal, lass mich hier im Bonfire resten. Ich meine, wir sollen der einen durch Flame zeigen, dieser Malatus hier. Jups, jetzt roll. Kann ich mir gerade schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ist echt nichts mehr? Ist das so gar nichts? Ich bin jetzt schon so ein bisschen enttäuscht. Okay, gucken wir mal. Vielleicht ist die Malatus hier inzwischen gewandert. Items nimmt man fast alles während des normalen Durchmachs mit. Oh, guck mal, sie ist jetzt hier oben. Ich hab fast schon gedacht. I can hear the fire crackle. And soon I will see it. My thanks, Ashen One. I will finish the painting of a cold, dark and very gentle place. So that it might make a home for someone, someday. My thanks, I will finish of a cold, so that it might make a home for someone. Ist das das... Was malt die hier? Ist das Dings? Also nicht Ariandel. Oh mein Gott, wie hieß das Gebiet im ersten Dark Souls? Painted World of Ariamis, genau. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die da gerade quasi jetzt das Ariamis-Bild malt. Weil das hier ist Ariandel und das andere ist Ariamis. Was ich definitiv noch machen kann, ist mich unten nochmal in dieser Priscilla-Boss-Area umsehen. Also wo ich hier runterdroppen musste.
Oder da war irgendwie noch was. Kann nicht sein, viel zu klein. Meinst du? Also so klein ist das jetzt nicht. Das Gemälde in Anolondo war riesig. Ja, oder gibt es noch mehr Gemälde, von denen wir einfach nichts wissen? Also es ist halt schon merkwürdig, dass zum Beispiel so Sachen wie, ne, das Ding hier unten ist halt die Boss-Arena von Priscilla. Und alles andere ist halt auch irgendwie derp. Jetzt müssen wir wieder hier runterdroppen. Oh mein Gott, wie war das? Ich glaube, ich bin auf die Wurzel hier und dann weiter runter, ne? War das so? Ich war definitiv nicht auf der Wurzel. Du musst dabei auch noch tanzen, jo. Was? Muss ein Scheißdreck. Also es würde mich nicht wundern, wenn da unten in der Area, weiß ich nicht, ein Secret Boss ist oder so. Aber es fühlt sich halt... Es ist halt weird. Alle DLC-Bosse in Dark Souls hatten bisher immer drei Bosse, richtig? Waren das immer drei? Ja, es waren immer drei. Dark Souls 1, Prepare to Die, hatte drei. Hatte Sainted Guardian, Artorias und Manus? War Manus da unten? Ja, Manus war da unten. Dann hatten wir in Dark Souls 2 im ersten hatten wir drei. Im zweiten hatten wir drei. Im dritten hatten wir drei. Und jetzt habe ich angeblich plötzlich nur zwei. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Das ist eine rote Invasion, mit die du triggern kannst, okay. Wenigstens habe ich mir jetzt einmal den Weg gemerkt hier runter. Ich meine, gibt es doch irgendwo irgendwelche Wege, die ich nicht gegangen bin? Nee, eigentlich bin ich alle gelatscht. Super weird. Spar dir doch ein bisschen Schaden für gleich. Was für Schaden? Hä? Also ja, was, man stellt sich hier hin. Pyromantin mit fucking Katana? Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, ja, ich warte jetzt bis da. Oh mein Gott, das Ding schießt schnell. Autsch. Interessanterweise ist das kein Red Phantom, sondern ein Dings Phantom. Hast du gerade gesippt? Ich meine, ich mag keinen Ushigatara, Junge, ne? Aber holy shit. Chaos-Sphäre. Mehr nicht?
Ich habe, glaube ich, nicht genug Punkte, um die Pyrohand jetzt richtig zu verwenden, oder? Ne, die brauchte 13, 13, okay. Aber das Ding ist halt die Beschreibung. Ich finde die Beschreibung halt interessant, weil hier steht halt literally. Löst Todesechos aus. Dir eine kleine Dosis Estus verschaffen. Was sind Todesechos? Ich wüsste gern, was Todesechos sind. Okay, pass auf, wir equippen das Ding. Hey, Zorgo. Ich meine, die Animation sieht echt fancy aus, aber warum?